und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Stört euch nicht, warum ich heute so ein bisschen komisch aussehe. Ich habe heute irgendwie so einen Bad Hair Day und Face Day und alles drum und dran. Ja, aber natürlich muss ich trotzdem ein Video machen. Und habe heute einen kleinen Haul für euch. Also ich war zwar jetzt nicht die letzten Tage shoppen, sondern habe immer ein paar Teile nach und nach gekauft. Und ich dachte mir, weil ich so oft danach gefragt worden bin, wo ich diese her habe, dachte ich mir, dass ich jetzt so einen nachträglichen Haul mache. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Kommen wir zu einer Jacke, und zwar ist das die hier. Also sieht aus wie eine ganz normale Lederjacke, ist aber so Wildlederoptik. Und sie ist sehr bequem und sieht auch sehr schön aus. Das Besondere, was ich an dieser Jacke finde, ist halt das an den Ärmeln und halt, dass sie blau ist. Mal was anderes, finde ich. Deswegen musste sie auf jeden Fall mit und ich finde sie sehr schön. Und sie ist von New Yorker, aber ich weiß leider nicht, wie teuer die war. Ich glaube 40 Euro. Ich meine schon, ich glaube 40 Euro. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, die hat sogar 60 Euro gekostet. Ja, die hat 60 Euro gekostet. Stimmt. Ja, 60 Euro. Sehr viel Geld, ich weiß. Aber ich finde sie trotzdem sehr schön und deswegen habe ich sie mitgenommen. Kommen wir zu einem T-Shirt und das habe ich auch von New Yorker. Ich weiß auch nicht, wie teuer das war. Ich denke, so um die 10 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Ja, ich bin momentan eh T-Shirt-süchtig und deswegen musste ich das unbedingt mitnehmen, weil ich das sehr schön fand. Auch das hier, das hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir zu noch einer Sache, die ich von New Yorker habe. Und zwar ist das diese Leggings hier mit so einem dicken Bund halt. Ist einfach ganz normal schwarz und ja, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ihr eine gute schwarze Leggings sucht, die auch nicht durchscheint oder so, auf jeden Fall holt euch die hier mit so einem dicken Bund. Da gibt es auch noch, ich glaube so Rosé gibt es auch noch und Grau. Grau weiß ich aber nicht, aber ich weiß nicht, die haben mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ich finde die schwarze eigentlich ganz schön und sie sitzt auch wirklich sehr schön, also wirklich. Als nächstes habe ich noch ein T-Shirt gekauft und das ist von H&M. Ist zwar jetzt ungebügelt. Ja, das ist einfach so ein beiges Shirt, wo Metallica draufsteht. Ja, H&M halt. Ich glaube, das hat auch 10 Euro gekostet. Und ja, ich finde das ganz schön. Und das, also ich knote eh immer meine T-Shirts so. Also wie ihr wisst, habt ihr bestimmt schon in meinen Videos und so gesehen. Deswegen, ja, das musste auch mit. Kommen wir zum letzten Oberteil und zwar ist das mal wieder ein T-Shirt. Das ist jetzt von Topshop und das ist normalerweise ein Sport-T-Shirt. Also es war auf jeden Fall bei der Abteilung Sport und ja, da steht Ivy Park drauf. Da gibt es mehrere Sachen von, gibt es auch in Schwarz, gibt es in Weiß. Aber das hat mich so, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie voll geil, weil das so ein Rot, aber auch halt mit so einem Orangestich drinne. Keine Ahnung, wie die Farbe heißt, ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall halt, ja, ist auch bauchfrei, aber ich finde es sehr schön, das sieht mega geil aus mit einer High-Waist-Jeans, glaubt mir. Also wenn ihr solche T-Shirts sucht, dann Topshop. Ich mache jetzt auch direkt mal weiter und zwar die Hosen kommen jetzt und ja, das ist eine ganz normale graue Hose, die habe ich von Gina Tricot und ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer sie war. Auf jeden Fall ist sie High-Waist geschnitten und ja. Also ganz normal grau, aber ich finde sie sehr schön und sie sitzt auch sehr gut. Nun kommen wir zu einer Hose, wo ich mich selber noch nicht getraut habe, wirklich sie anzuziehen. Aber mittlerweile ich mich schon dran gewöhne und sie eigentlich ganz gut kombinieren kann. Also weiß, wie ich sie kombinieren soll. Und zwar ist das eine Mom Jeans. Ja, Mom Jeans, weil das halt High Waist ist. Boyfriend wäre ja halt normal geschnitten. Sie ist hell, hat große Löcher und ist weit geschnitten halt. Und ja, ich finde das mit den großen Löchern sehr schön, weil vor allen Dingen im Sommer halt, wenn man das richtig geil kombiniert und dann braun ist, also dann sieht das bestimmt cool aus. Kann ich mir echt gut vorstellen. Deswegen, sie musste auf jeden Fall mit, weil ich noch nie so eine Hose hatte und ich dachte mal, komm Inja, das ist mal was anderes. Und ja, die ist auf jeden Fall von Topshop und hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Meine Haare wollen halt nicht so sein, wie ich das will. Manu, was ist halt los mit mir?
Kommen wir zum letzten Teil, und zwar die letzte Hose, die auch am meisten angefragt ist, und zwar die hier. Ja, die habe ich, wie ihr seht, bestimmt auf Instagram habe ich sie sehr oft schon angehabt. Und sie ist auch von Topshop, auch High-Waist und halt mit Löchern. Kann man ja auch schlecht erkennen, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Hinten ist sie so, ganz normal eigentlich jeansmäßig. Und ich fand, ich weiß nicht, die sitzt einfach richtig geil, finde ich. Also wirklich. Also, ich habe jetzt, bis jetzt habe ich nur 2 Hosen von Topshop. Und ich muss echt sagen, diese, also ehrlich, die sitzen so gut. Ich bin so zufrieden. Vor allen Dingen für mich, weil für mich ist das immer so schwer, Hosen zu finden, weil ich so dünne Beinchen habe. Und dann entweder passt das unten nicht oder es passt oben nicht. Das sieht immer, oder am Knie sieht das auch dann irgendwie immer ausgeleitet aus, deswegen, ich finde manchmal nie Hosen. Und die ist wirklich, also die hat so einen dicken Jeansstoff, also ist nicht so stretch-dünn, also die ist auch stretch, ja, stretch, aber die ist halt so, der Stoff ist halt etwas dicker und deswegen passt er sich dann irgendwie, glaube ich, auch besser an. Ich weiß es nicht, kenne mich damit nicht aus, aber ich denke mal, sie passt auf jeden Fall sehr gut und sieht auch sehr gut aus und ja. Die ist von Topshop und hat, glaube ich, auch 60 Euro oder so gekostet. 60 oder 65 Euro. Auf jeden Fall nicht mehr als 65 Euro und auf jeden Fall nicht unter 60 Euro. Ja, also denke ich mal in wieder 60 oder 65 Euro. Und ja. So, das war es jetzt dann noch mit diesem Video. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen. Und jetzt wisst ihr wenigstens, wo ihr die Sachen herbekommt. Also wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass es die Sachen da noch gibt. Einfach mal im Internet schauen. Im Internet haben die meistens immer noch. Und ja, vielleicht habt ihr ja Glück. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!